Wenn man dann vor dem neuen Actros steht, ist irgendwas anders als bei anderen Lkw. Die Außenspiegel fehlen. Und das ist eine kleine Revolution, denn der neue Actros ist ja der erste Serien-Lkw, der die Mirrorcam nutzt. Mein Name ist Michael Pinhardt. Ich bin selbstständiger Fahrertrainer und habe in diesen Tagen zusammen mit meinen Kollegen die Gelegenheit, als einer der ersten Fahrer den neuen Actros zu testen. Ich finde echt, der Hammer ist der neue Active Drive Assist. Der arbeitet mit einem innovativen Sensor- und Radarsystem. Es geht um automatisiertes Fahren. Der Active Drive Assist bremst, gibt Gas und lenkt, wenn nötig. Das ist besonders auf der Autobahn sehr angenehm. Sinnvoll ist der Active Drive Assist im dichten Verkehr, bei Stop and Go, aber auch bei Seitenwind. Fahr nicht nur sicherer, sie hilft auch durch ihre gute Aerodynamik beim Kraftstoffsparen. Der neue Actros verbraucht nämlich deutlich weniger Kraftstoff als sein Vorgänger. Ein weiterer Grund für die Sparsamkeit des neuen Actros ist der intelligente Tempomat PPC. Auch der neue Notbremsassistent Active Brake Assist 5 kann jetzt noch mehr. Das System reagiert auch auf Personen. Unterm Blech und außen an markanten Punkten ist beim neuen Actros richtig viel passiert. Das ist gut beim Kraftstoffverbrauch, für die Sicherheit und bei der Nutzung. Aber auch beim Fahrerhauskomfort gibt es ein paar Neuerungen. Besonders gut gefällt mir das neue Innenlichtkonzept. Es gibt ein Ambiente-Nachtfahrlicht und ein neues Wohnlicht. Sehr angenehm und gemütlich für die Zeit zum Ausruhen nach einer langen Tour. Der neue Actros ist echt ein guter LKW. Die größten Kritiker eines neuen Fahrzeugs sind immer unsere internen Testfahrer. Bevor irgendein Fahrzeug auf die Straße kommt, liegt es auch in ihrer Hand, Schwächen zu entdecken. Dementsprechend kritisch gehen die Kollegen an neue Systeme heran. Wir sind jetzt mit dem neuen Actros auf der Zielgeraden und haben auch schon erste Feedbacks von Kunden. Die sind echt begeistert. Mein Name ist Samuel Keller. Ich bin 28 Jahre alt und Entwicklungsprojektingenieur bei Mercedes-Benz Trucks in Untertürkheim. Mein Chef ist der Chief Engineer im Projekt Neuer Actros und gemeinsam haben wir alle Entwicklungsaktivitäten in diesem Projekt gesteuert. Da geht es um viele Abteilungen, hunderte Personen und viele Themen. Der Fokus beim neuen Actros lag weniger auf Stahl und Eisen, sondern vor allem auf mechatronischen Systemen und dem neuen Human-Machine-Interface. Das ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die wir frühzeitig im HMI-Labor getestet haben. Auf diesen Gebieten hat der Actros einen richtig großen Sprung gemacht. Ein Beispiel dafür ist der neue Active Drive Assist. Das System bietet teilautomatisiertes Fahren, nicht nur in Teil-, sondern in allen Geschwindigkeitsbereichen. Der Active Drive Assist unterstützt den Fahrer und kann selbstständig bremsen, Gas geben und lenken. Das sorgt besonders auf Autobahnen und Schnellstraßen für mehr Sicherheit und weniger Stress. Beim Active Drive Assist waren die Hauptherausforderung die Abstimmung des Lenkverhaltens. Um das System so hinzukriegen, wie es heute ist, mussten wir fahren, fahren, fahren. Hier haben unsere Versuchsfahrer im EVZ Wörth und auf den Straßen in ganz Europa einen großartigen Job gemacht. Auch bei der Entwicklung der Mirrorcam mussten wir einige Herausforderungen meistern. Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel werden ja beim neuen Actros durch die serienmäßige Mirrorcam ersetzt. Für Aerodynamik, Sicherheit und Fahrzeughandling ist die Mirrorcam eine deutliche Verbesserung.
Aber bis es soweit war und das System einwandfrei funktionierte, mussten in unseren Labors und auf den Teststrecken viele Versuche durchgeführt werden. Die Entwicklungsteams haben hier zum Beispiel Sensoren eingelernt, Anzeigen für den Fahrer optimiert und verschiedene Fahrszenarien durchgespielt. Mit den Tests haben wir schon früh im Hardware-in-the-Loop-Labor begonnen. Hier werden alle Funktionen des neuen Fahrzeugs getestet, bevor sie im LKW zum Einsatz kommen. Wir sind jetzt soweit, dass die Kollegen am Band im Werk Wörth die Produktion hochfahren können. Anfang 2019 gehen die ersten Fahrzeuge an den Kunden. Mit teilautomatisiertem Fahren, Mirrorcam und Multimedia-Cockpit ist der neue Actros ein Fahrzeug, das die wichtigsten Zukunftstechnologien im LKW-Bau schon heute an Bord hat. Ich finde, der LKW ist echt gut geworden und weist mit seinen Technologien weit in die Zukunft. Darauf können wir in den nächsten Jahren aufbauen. Das wäre super.